Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Sky Factory 4. Ja, in der letzten Folge haben wir darüber gesprochen, dass sich wahrscheinlich was in der Zukunft mit dem Upload-Plan ändern wird. Aber heute wollen wir uns ja darum kümmern, dass wir hier weiter mit Applied Energistics kommen. Nachdem wir letzte Folge ein bisschen Platzmangel hatten, will ich jetzt endlich durchziehen. Schauen wir mal, wie weit ich komme, soweit, ne? Engineering Process. Ich brauche im Grunde einen MK1 mittlerweile. Quarzglas. Habe ich davon schon was? Ich sollte es vielleicht mit dem hier öffnen, dann kann ich besser angucken. Quarzglas. Habe ich schon. Hätte ich doch sehen sollen, ne? Dann brauchen wir ein paar leere Casings hier. Die sind für uns ja ohne Probleme baubar. 30 Stück für den Anfang reichen die hoffentlich. So. Und dann muss ich. Ich hätte gern 16k. Das sind 16 Bytes, 63 Typen. Und wir gehen direkt auf die 64k. Das ist halt das Maximal, was ich bauen kann in dem Fall, ne? Dafür brauche ich so eine Einheit. Okay, sollte man vielleicht mal gucken, wie können wir die klein machen. Die simpelsten werden so gemacht. Habe ich die goldenen Dinger schon? Ah, die muss ich noch mit Redstone verzieren, ne? Inscriber, Logic, gleich weiter für Redstone dann, ne? Ich nehme mal einen Redstone mit. Andersrum. Ne, die Ressource kam schon hier. Ich glaube, ich brauche die richtige. So, brauche ich dich dafür? Was? Doch andersrum? Oh Gottes Willen, muss ich wieder rausfinden, wie funktioniert. Ist doch ungut. Ach nee, war es nicht so? Dass ich Rubber brauche dafür. Oder wie war das? Applied. Ich brauche, dass ich dich habe. Ja, Redstone ist am Ende gut. Auch Silikon. Silicon. Und von denen habe ich 3000 Stück. Super. Sag mir das doch einer früher. Unten. Wenn es natürlich mega geil wäre, könnte ich die jetzt einfach hier reinschmeißen und er macht die. Nee. Wahrscheinlich muss ich da irgendwie jetzt anders hinkriegen noch. Da muss ich wahrscheinlich noch einen Bauprozess für herausfinden. Wir können noch mal probieren, wenn ich jetzt noch ein paar Hopper mir hole schnell. Zwei reichen ja fürs Erste. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen hier durch die Goldsachen rein, ne, platziert da. Ich kann doch, wenn ich mich nicht irre, einen Hopper abmachen. Na scheiße. Problem, da komme ich nicht durch. Habe ich ein Wasser? Bucket vielleicht? Hat jemand ein Bucket? Danke, ein Bucket. Schön, dass es noch sowas gibt.
Wasservorrat. Jetzt aber, jawohl. Dankeschön. Oh, ein Kobbel, scheiße. Alle 500.000 Cobblestone. So. Können wir mal gucken, es gibt einen Energy Converter. Energy Acceptor Schaden hier. Dafür bringt mir der scheiß Quartz wieder. So. Und was hat mir dann noch gefehlt? Iron. Und davon sollte ich ja hoffentlich genug auf Lager haben. Ich muss es nur wieder umwandeln. Und dann wollen wir einen Energy Acceptor. Wenn ich den dann oben platziere. Ich hole mal die Hälfte schnell von hier. Die Hälfte schnell von hier. Die Hälfte von hier. Mhm. Wie schnell ist der? Ich kann aber wahrscheinlich Upgrades ausschaut. Cannot be removed with automation. Das ist natürlich cool. Jetzt haben wir ein paar davon. Dann wieder auf Applied gehen. Applied, 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 Applied. So. Eine MK-Cell braucht hier die Dinger hier. Davon habe ich jetzt 21. Enrichment Chamber. Ah, jetzt muss ich das wieder bauen wahrscheinlich. Oh. So, okay, wenn ich jetzt auch gucke. Irgendwo müssen ja die Dinger sein. Eine MK1, eine MK4. Braucht ein Calculation Processor. Das ist Printed Calculation Circuit aus. Okay. Danach geht's zur 16K, glaube ich. Wo sind die 16K? 3, 4K, wieder so ein Ding, Glowstone Dust und Quartz Glas. Also muss ich diese komischen Dinge jetzt erstmal bauen. Ich habe noch Seeds und du kommst, die kommen gleich hier rein, ne? Never Quartz Seeds. Guck mal, hier habe ich doch noch so ein paar von den Dingern. Okay, wenn wir gucken. Diese Inscribinotas hier, wo sind denn? Wo ist das weiße Zeug? Da. Wo ist ein Inscriber, Calculator Press und Inscriber, okay. Ein Inscriber habe ich. Quasi oben rein. Und die Hälfte von dir kommt hier rein. Oder Inscriber Calculation. Habe ich den noch nicht? Dafür brauche ich Tough Alloy. Aha. Spielt aus Lithium und Ferroboron. Habe ich nicht schon Tough Alloy gemacht? Weiß nicht, ob ein Ingot reichen würden. Aber ich habe bestimmt hier auch das Applied Energy Stick noch irgendwo. Koppel. Koppel. Wie war das denn? Ah, scheiße. Jetzt weiß ich nicht mehr auswendig. Applied.
Also ich brauche die Calculation-Ding hier. Dafür brauche ich das und dafür brauche ich... Nimm ein Scribe und muss das einmal durchlaufen. Chiselhead Cast. Chiselhead Cast, hier ist er. Durch den Inscriber durch. So. Dich setzen wir wieder so an, wie es gehört. Und dann schmelzen wir mal das Tough Alloy. Was hat hier vor? Rein. Das wird eine Ewigkeit brauchen, wir wahrscheinlich zum Verarbeiten. Wie schaut es hier aus? Das Ding ist fast bummvoll. Will ich wissen, wie viel Lead wir mittlerweile haben? Lead 540. Holy shit. Okay, jetzt sind wir Rich Bits in Lead. Der ist gleich immer noch brav am Hackeln. Ah ne, warte mal, da war es ja, dass die Calculation Press gebraucht haben. Haha. Gut. Dann schauen wir nochmal kurz, was wir dann genau brauchen. Einfach nochmal den Ablauf aufgucken. Add Applied. Gut, okay, wir gehen dann auf die 4K Storage und sagen, 4000 passt da rein, jeweils. Die machen wir dann so. Wird hier so zusammengesetzt. Quarzglas. Die Calculation oben drüber. Und wenn ich dann die 4K machen will, 4K hier, dann nehme ich einfach das empty Ding und lege eine 4K. Danach kommt die 16K, komplett selber Ablauf. Und die 64K auch komplett selber Ablauf. Also es wird halt immer nur teurer. Was anderes ist es ja nicht wirklich am Ende. Ich habe auch nicht mehr so viel Quarzglas. Das ist. Dafür muss ich immer mal durchlaufen lassen. Wo ist der Manufacturer? Noch mehr. Mehr. So. Ich fand Obsidian Ingots gemacht, okay. Von dem noch gemacht. Ah genau, ich wollte gucken, ob das Tough Alloy wieder fertig ist. Da war was. Das TÜV Alloy. Oh Gott. Einmal ausleeren. Dann einmal zerstören. No, mir ist jetzt runtergefallen, glaube ich. Ja, wir haben ja zum Glück noch einen. Und jetzt, du reichst hoffentlich. 144 MB. Bitte, bitte. No, das braucht ja um... Oh, scheiße. Ich muss richtig viel Tough Alloy jetzt machen. Mit der Laden ist jetzt erstmal bummvoll. Da werden wir jetzt umlagern, dass das Ding hier auch wieder mitmachen kann. Besen. Suchen wir nochmal kurz nach Besen. Haben wir noch eins, perfekt. Dann werden hier die großen Massen jetzt verarbeitet. Schauen wir, vielleicht machen wir nochmal eine Runde dann außen rum und dann geht da noch mehr. Dann passiert hier noch mehr, aber rein theoretisch könnten wir hier, hätten wir hier noch eine, ah, hier haben wir keine Reihe reingebaut, ne? Das ist wieder so die Sache. So, was brauchen wir denn für Tough Alloy? Tough Alloy. Salt Mixer. Dafür muss ich das Molten sein. Molten Lithium und Molten Ferroboron. Ferroboron besteht ja wieder aus Steel und Boron.
Habe ich noch Beruhen und Stil? Ferroberuhen habe ich sogar noch. Ha, guck an. Und dann brauche ich Lithium. Die Lithium habe ich. Ich habe kein Lithium mehr. Ich Lithium jetzt auf die Schnelle her. Kann ich das auch irgendwie produzieren? Nope, Brody, ich muss es irgendwie herkriegen. Shit, das ist doch uncool. Okay, wir können hier währenddessen sonst mal schnell. Muss jetzt sonst auch blöden. Wir müssen doch noch schnell das Item Transfer Note machen. So, ich wollte schlafen. Wo ist das Bett hingestellt? Hier. Da. Irgendwann muss ich auch wieder das Simulation-Gedöns wieder machen. Item. Item Transfer Note. Als ob mir davon einer fehlt. Als ob. Als ob. Sollte jetzt doch fürs Erste reichen. So. Jetzt fehlt mir noch das hier. Zack, aber jetzt halt mal. Mit dem Transfer. Gut, und wenn ich jetzt hier gucke, dann mache ich eine GPS-Note noch. Und ich setze jetzt einfach just for fun hier drauf. Und dann gehen wir schnell wieder in den Untergrund, in die World. Und schauen, ob das da was bringt. Aber Leute, ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.